Hallo Internet und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Koaxial-Router-Kaufberatung und diese ist wunderbar schnell abgehakt. Ganz ehrlich, ich habe überlegt, soll ich groß drum rumreden, ein paar Modelle zeigen. Ganz ehrlich, es ist super einfach. Die einzigen Anbieter, die zurzeit Koaxial-Tarife im großen Stil anbieten in Deutschland, sind einmal Vodafone, Kabel Deutschland, also die gehören ja so zusammen, und einmal Unity Media. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Unity Media. Diese haben ihren eigenen Router, die Connectbox. Und ganz ehrlich, diese kann man wirklich verwenden. Die ist nicht schlecht. Allerdings wirklich nur für einen Haushalt, wo man alleine ist, für kleine Häuser, wo man halt alleine ist. Zum Beispiel für so eine Studentenwohnung. Aber Studenten haben ja auch meist nicht so das Geld. Aber wer jetzt wirklich das Geld hat, sollte unbedingt wirklich zu einer Fritzbox 6590 Cable greifen. Ja, die klingt etwas überteuert, aber ich sag's mal so, diese eigenen Router sind in Ordnung, aber diese Fritzbox lohnt sich einfach für größere Häuser, einmal durch die WLAN-Reichweite, zweitens für die Technik-Freaks unter euch, wegen vielen statistischen Erhebungen, viele statistische Daten, die es dort gibt, drittens auch für die Leute, die sich nicht mit Technik auskennen, da sowas kinderleicht einzurichten ist. Und viertens, einfach durch die vielen Telefoniefunktionen und allgemein alles Mögliche, was es dort einfach für einen Funktionsumfang gibt. Deswegen lohnt sich diese Fritzbox. Klar, es gibt auch noch die Fritzbox 6490 Cable, die ist auch nochmal etwas günstiger. Aber von der muss ich abraten, denn diese ist quasi veraltet. Klar, die kann man sich jetzt kaufen. Aber was bringt einem das, wenn diese in 2 Jahren einfach zu langsam ist für die neuesten Koaxialstandards? Das bringt's einfach nicht. Deswegen zukunftssicher bleiben, 6590 Cable kaufen. Oder halt die eigenen Router. Vorteil, die eigenen Router wie eine Connectbox kriegt man je nach Tarif auch manchmal gratis oder durch eine kleine monatliche Bezahlung. Allerdings würde ich auf keinen Fall, also meine persönliche Einschätzung, auf keinen Fall bezahlen eine monatliche Rate für eine Fritzbox 6490 Cable. Wenn die Provider, also Vodafone Kabel Deutschland und Unity Media, die 6590 Cable zum Mieten anbieten, kann man das auch machen, klar. Aber auf keinen Fall die 6490 Cable mieten. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das lohnt sich einfach nicht. Das ist dann rausgeschmissenes Geld. Deswegen die 6590 Cable zu kaufen, ist meiner Meinung nach auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es gibt auch noch Koaxialrouter, vielleicht von anderen Herstellern, aber seien wir doch mal realistisch. AVM hat nun mal einfach eine super Benutzeroberfläche, die jeder einrichten kann und super tolle Telefoniefunktionen. Das kann man einfach nicht abschreiten. Deswegen ist die 6590 Cable der Testsieger in dieser Kaufberatung. Und ich hoffe, ihr konntet meine Meinung teilweise verstehen, dass es hier nur diesen einen Router gibt und warum ich günstigere Router nicht empfehlen würde. Aber wie gesagt, wenn du alleine ein kleines Haus für dich hast, eine kleine Wohnung, dann reicht dir auch so eine Connectbox, wie zum Beispiel von Unity Media, auf jeden Fall aus. Aber ansonsten wisst ihr Bescheid. Also gut, Leute, das soll es ansonsten mit diesem Video gewesen sein. Alles mal etwas freier gesprochen, ohne Skript. Gut, das war's. Ich hoffe, ihr könnt Fragen in die Kommentare stellen, beziehungsweise ihr macht das auch, dass wir auch mal ein bisschen diskutieren können. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das war's mit den Routerkaufberatungen. Tschüss Internet und QRT.